Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit nicht ganz so wunderbaren Menschen. Irrwalfer, der ist am Start, ihr kennt den, meine Freunde. Es ist immer das Gleiche, du hast komplett recht, ja. Du hast komplett recht, Bro. Und der ist jedes Mal richtig unlustig. Richtig, aber Leute, feiern mich dafür, dass ich dich fertig mache. Leute, ich würde sagen, wir beginnen heute mal wieder mit einer neuen Episode Deck auf Flach. Im Hintergrund gibt es ein geiles Gameplay von mir von Fortnite zu sehen, bei Lukas wahrscheinlich irgendwelche Aufnahmen aus seiner Kindergartenzeit. Mir scheint egal, wie es bei ihm aussieht. Oh, ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Witz, Lukas, und zwar... Ja. Deine Mutter ist so dumm, die lacht die hässliche Frau im Spiegel aus. Ah, warte, soll lustig sein, oder? Ja, richtig, genau. Perfekt, jetzt habe ich noch verstanden. Ich zeig dir mal kurz, was lustig ist. Und zwar, Herr Doktor, ich kann kein Blut sehen. Wieso das denn? Ja, ich bin blind. Junge, Alter. Warum wäscht eine Blondine ihr Shampoo? Da steht halt drauf, dusch das, ne? Oh mein Gott, war der Scheiße. Ich habe meiner Freundin den Rollstuhl geklaut, aber ratet mal, wer gleich wieder angerochen kommt. Junge, Alter. Warum lässt die Blondine ihre Milch fallen? Er ist halt nicht haltbar, ne? Oh mein Gott. Pass auf. Ja, Mann. Wie fängt eine Frau einen klugen Satz an? Mein Mann hat gesagt. Oh, Junge. Neulich im Kino bei der Verkäuferin. Das Popcorn süß oder salzig? Er? Ja, so wie meine Freundin. Verkäuferin. Hä? Hässliches Popcorn haben wir nicht. Stell dir mal vor, das haut wirklich einer raus. Warum werden im Winter... Ja, habe ich rausgeschnitten, aber geil. Ey, warum, Junge? Womit backen denn die Schlümpfe, Bro? Keine Ahnung. Mit Gargamel. Junge, der hätte mal richtig scheiße. Pass auf. Oh, Lukas, ich glaube, dein Leben ist wie Durchfall. Es ist scheiße, aber es läuft. Aber es läuft, Alter. Wie heißt ein Hund ohne Beine? Keine Ahnung. Also scheißegal, wenn man den Ruf kommt, oder eh nicht. Junge, was hat einer, der immer im Dreieck laufen muss? Keine Ahnung. Kreislaufprobleme. Letztens meinte ein Kollege so zu mir, ja, du musst echt mal alle deine Sorgen ertränken. Aber meine Freundin wollte nicht ins Wasser. Junge, Alter. Oh. Hey, Junge, wie schwer darf ein Furz maximal sein? 0 Gramm, sonst ist halt Scheiße. Was ist schlimmer als 10 Kinder in einem Mülleimer? 10 Mülleimer in einem Kind. Was? Hä? Junge, Alter. Der geht eigentlich anders. Sitzen zwei Bomben im Keller, sagt der eine zur anderen, da sollen wir hochgehen oder nicht? Da knallt mal einmal das geilste Mädchen in der Klasse und gleich redet die ganze Stadt darüber. 1,57 Grundschullehrer. Junge, Alter, Digga. Als Bob der Baumeister deine Mutter gesagt hat, hat er gesagt, fuck man, das können wir auf keinen Fall schaffen. So, Mami, warum ist mein Rucksack heute so schwer? Oh mein Gott, nee, den kann ich nicht vorlesen. Okay, lass mir das einfach. Ich will nochmal vorlesen. Wenn deine Mutter am Fenster vorbeiläuft, ist einfach 3 Wochen dunkel im ganzen Haus. Ich hab jetzt richtig dumm mit. Deine Mutter ist so dumm, sie steckt sich einen Fisch in den Arsch und denkt, sie wäre Ariel. Gab's viele Tote beim letzten Bahnunglück? 76 und ein paar zerquetschte. Oh mein Gott, scheiße, Alter. Was ist der Unterschied zwischen Jesus und Casanova? Der Gesichtsausdruck beim Nageln. Deine Mutter macht 3 Diäten gleichzeitig, weil sie sonst nicht satt wird. Ist klar, oder? Alles klar. Junge, auf der Seite stehen Witze. Wenn ich die vorlese, werde ich geknechtet wahrscheinlich. Egal, ich mache das nächste. 9 von 10 Schülern finden Mobbing lustig. Kennst du auch von früher, ne? Ja, natürlich. Ich war der 10. Und Leute, schreibt by the way mal richtig viele Witze in die Kommentare. Denn uns gehen irgendwie so ein bisschen die Witze aus. Aber wenn ihr noch freshe Witze habt, schreibt die mal rein. Dann können wir die vielleicht mal in einem Community... Deine Mutter ist so dermaßen dämlich. Die beschwert sich bei Apple, dass der Apfel auf ihrem MacBook einfach angebissen ist. Ja, das ist wahrscheinlich, oder? Was heißt Autoschlüssel auf Polnisch? Keine Ahnung. Brechstange. Was ist lang vibriert und bringt jede Frau zum Schreien? Eine Kettensäge. Warum? Keine Ahnung. Ich hab mir letztens ein neues Dach gekauft. Ging einfach aufs Haus. Ach, Labe. Mhm. Hey, wie cool, Alter. Woran erkennt man, dass die Polen noch nie im All waren? Na, der große Wagen ist noch da. Oh, Junge, ja, Alter. Schon älter, Alter. Warum geht eine Blondine ganz leise am Tablettenschrank vorbei? Ja, damit die Schlaftabletten bloß nicht aufwachen. Wird echt Zeit zu gehen, gerade. Mal wieder ein Schwarzer getroffen. Frank, 34, schießt den Flüchtlingsheim um sich. Oh, Junge, Alter. Abwasser ist halt einfach ein Thema, das muss unbedingt geklärt werden. Aber warte, jetzt kommt er erst. Wie Spaß. Sitzt ein Pole und ein Russe im Auto. Wer fährt? Die Polizei. Nee, ich. Also, okay, gut. Okay, Mann und Frau im Bett, sie. Ach Mann, wäre das schön, wenn du jetzt geil wärst. Er, wäre das geil, wenn du jetzt schön wärst.
Wie kann man das Ego eines Mannes in nur 3 Worten ruinieren? Ist er drin? Oh, Junge. Der neueste Trend auf Ostfriesland. Club ab hier beidseitig verwenden. Der Erfolg liegt doch klar auf der Hand. Also in dem Fall halt Scheiße. Gott. Ey, wie nennt man Minecraft-Filme? Blockbuster. Oh mein Gott. Wie heißt das Fettgewebe um die Vagina? Frau. Wie nennt man eine Zauberin in der Wüste? Sandwich. Mann, warum? Hey, Sandhexe, Witch. Aber ich hab Sandwich verstanden. Ach, Junge, halt's Maul. Alter, ey. Was ist ein Mann in Salzsäure? Ein gelöstes Problem? Warum ging der Luftballon kaputt? Aus Platzgründen. Junge, dauert richtig lange bei dir, ne? Schon, Alter. Ich wollte letztens einen Puff für Leprakranke aufmachen, aber der Slogan Rammeln statt Vergammeln kam nicht so gut. Frauen seien lieber schön als klug. Männer können besser sehen als denken. Oh, ich Junge, Alter. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Was so, 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 ich lieb den Typen. Was ist der Gott der Kräuter? Was ist der Gott der Vegetarier? Fang bitte nochmal an. Was ist der Gott der Vegetarier? Der Kräuterbuddha. Ich hab nicht verstanden. Kannst du nochmal gerade machen? Was ist der Gott der Vegetarier? Der Kräuterbuddha. Hm? Du Mistgeburt, Alter. Also, Witze über Rollstuhlfahrer sind No-Go. Verstanden? No-Go. No? Hallo? Junge, mach den nächsten jetzt! Deine Zähne sind wie Gelsenkirchen und Duisburg, hä? Ja, da ist noch Essen dazwischen. Oh, ja moin. Der 100 Meter springt, der siamesischen Zwillinge war spannend. Das war ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen. Der beste Witz ist gerade hier. Es gibt eine Kategorie auf schlechte Witze bekommen, die heißt einfach nur Behinderte. Und da steht einfach nur vor einem Jahr ApoRed mit 2200 Likes. Wirklich? Das steht hier einfach, Alter. Ah, einfach mal abschalten, sich zurücklehnen und die Ruhe genießen. Jochen, 55, Pfleger auf der Intensivstation, zieht gerne Stecker. Boah. Alter. Wie heißt das Lieblingslied von einem Hirntoten? My heart will go on. Och, Junge, Alter. My heart will go on, oder, Lukas? Junge, my heart will go on, Lukas. Du sagst es. Bei Adidas wurde letztens eingebrochen. Was hat die Polizei gemacht? Sie hat 3 Streifen geschickt. Ja. Alter, der war ja mal so. Was, scheiße. Wenn man mit einem Clown in der Beziehung ist und diese beendet, ist dann eigentlich Schluss mit lustig? Ey, Frage, Mann. Junge. Deine Mutter verbringt den Großteil ihrer Zeit damit, die M&Ms alphabetisch zu ordnen. Warum gibt's im atopischen Fernsehen kein 3-Sat? Ja, bekommen wir nicht mal 1-Sat. Junge. Was ist der Unterschied zwischen deiner Mutter und einem Elefanten? Ja, ungefähr 2 Kilo. Boah. Tschüss, Junge. Deine Mutter ist so fett, der Sternzeichen ist einfach der Double Whopper. Deine Mutter sitzt hinter dem Fernseher, guckt auf das Kabel 1. Ah, das war der Witz, ne? Nee. Deine Mutter geht zur Wehr, wacht Millionär, macht Schulden. Man sagt ja kein mehr, ne? Ja. Heutzutage nennt man die ja... Hab ich jetzt schon wieder gepiepst alles? Keine Ahnung, ey, Alter. Warum gepiepst, Junge? Deine Mutter schlägt einfach taube Leute und sagt, wer nicht hören will, der muss halt fühlen. Ja. Deine Mutter findet einen Spiegel auf dem Schrottplatz und sagt, boah, so ein hässliches Bild hätte ich aber auch weggeworfen. Mann, so die Hälfte, da kann ich hier nicht vorlesen, weil die so hart sind, Mann. Deine Mutter schmeißt ihre Spaghetti an die Wand und sagt, Spider-Man! Mein Humor ist so schwarz, in Amerika wird er von Polizisten erschossen. Deine Mutter versteckt sich beim Versteckenspielen hinter einer Glastür. Da trau ich dazu, Alter. Deine Mutter ist so fett, sie fährt Wasserski auf 2 Flugzeugträgern. Ja, moin! Okay. Was ist eine Blondine zwischen 2 Schwarzen? Eine Milchschnitte. Deine hässliche Mutter verschönert einfach jeden Raum beim Rausgehen. Alles klar. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe keine mehr. Wenn deine Mutter 50 Kilo atmet, ist es ungefähr so, wie von einem Panzer das Nummernschild abfällt. Okay. Okay. Deine Mutter ist so dumm, die grillt Suppe. Okay. Okay. Deine Mutter macht den ganzen Aldi-Einkaufswagen voll, rennt damit zur Kasse und sagt, bitte zu mir essen. Ich hab noch was, okay? Ja, ich aber nicht mehr. Ja, gut. Wenn deine Mutter ein Pokémon wäre, bräuchte man 16 Meisterbälle, um sie einzufangen. Alles klar, übertreib komplett. Kann ich mit deiner Mutter ausleihen? Ich will an Karnevalshurensohn gehen. Willst du vielleicht, soll ich gehen, oder? Was ist der Weltrekord beim Weitsprung des Leprakranken? 6 Quadratmeter. Weil der ist auseinander geflogen! Okay, Leute, das war's mit dieser wunderschönen Folge von Deck auf Flach. Ihr seht's, wir hassen uns untereinander, aber machen so dafür die Klicks. Ich hasse Lukas tatsächlich von ganzem Herzen. Lasst trotzdem Daumen nach oben da, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, das war's. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Peace.